Hallo, heute gibt es ein etwas anderes Video, denn ich bin in Orlando, Florida. Und wenn ihr wisst, was in Orlando, Florida ist, dann habt ihr wahrscheinlich genauso viel Spaß wie ich jetzt, denn es geht nach Disney World. Und das nicht alleine, denn ich habe noch Svenja dabei und die hilft mir nicht nur in einen Park, nicht nur in zwei Parks, sondern in drei Parks zu gehen. Ins Hollywood Studio, ins Magic Kingdom und in Animal Kingdom, ja. Es sind einfach zu viele Parks. Und wir fangen heute an mit dem Magic Kingdom. Das seht ihr ganz schnell, dass es heute sehr, sehr, sehr magisch wird. Wisst ihr, was das Gute ist, wenn man die Disney-Parks so ein bisschen vorausplant? Man kann sich Fastpasses holen. Das sind so kleine Karten, die bekommt man und dann muss man nicht anstehen. Das ist sehr gut, wenn man nicht anstehen muss. Der macht Freizeitpark doppelt so viel Spaß. Das bedeutet, ich mache jetzt so und es ist grün und wir können an der Schlange vorbei. Seht ihr die Leute da hinten? Ja, ich glaube, die hassen uns jetzt ein bisschen, dass man einfach vorbeigehen kann. Aber das ist uns egal. Bist du bereit? Svenja, was ist das da vorne? Das Schloss von Die Schöne und das Biest. Da gehen wir nachher essen, aber ein bisschen müssen wir noch warten. Jetzt ist es 11:45. Heute Abend um 6.20 Uhr können wir da essen. Und das wird eine besondere Erfahrung. Try the grey stuff. It's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. The what? The dishes. The dishes. Wir sind gerade in Pandora. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist aus Avatar. Und jetzt zeige ich euch mal, wie Pandora aussieht. Es geht jetzt in den ersten Ride hier in Pandora und zwar der, wie heißt der eigentlich? Navi River Trail. Es wird spannend. Der Navi River Run hat sich gelohnt, es war ein bisschen gemütlich. Es war gemütlich, es war einfach wie eine Wildwasserbahn ohne das Wilde. Aber die Animatronics waren super. Es geht jetzt aber in eine andere Attraktion, auf die hier alle sehr, sehr gespannt sind. Das Coole ist, heute Morgen war die Wartezeit nur 4,5 Stunden und jetzt ist die Wartezeit nur noch 2,5! Zweieinhalb Stunden warten. Aber wahrscheinlich wird es sich lohnen, hoffentlich. Wir haben den Ride Flight of Pandora geschafft und ich muss sagen, ich bin schon wirklich viele, viele Bahnen gefahren, viele Achterbahnen, viele andere Attraktionen. Und das ist wirklich einer der besten Bahnen, die ich bisher gefahren bin. Das ist wirklich klasse. Man setzt sich auf so eine Art Motorrad drauf. Auf dem Banshee halt. Auf dem Banshee, genau. Als ob man auf dem Banshee sitzt von Avatar und dann fliegt man durch Pandora. Das ist so eine Art riesengroßes Kino. Ist aber gewölbt. Das heißt, selbst wenn ihr euch nach links, rechts, oben, unten drehen würdet, dann seht ihr wirklich alles nur aus dieser Welt. Es
es ist so ein richtiges Mittendrin-Gefühl. Natürlich, wie man es von James Cameron kennt, ist es wieder 3D. Und dieser 3D-Effekt ist wirklich spitze. Da gibt es geruchsintensive Momente, da gibt es gefühlsintensive Momente. Und es ist einfach ein klasse, klasse Ride. Ein langer Tag Achterbahn fahren ist natürlich anstrengend und deswegen muss man was trinken. Ein bisschen Margarita. Also cheers. Ich habe keine Ahnung, wie er schmeckt. Es sieht sehr, sehr interessant aus. Es kommt von den Navi. Cheers. Ob die gute Margaritas machen? Mm. So ein bisschen mehr Passionfruit oder so, ne? Sehr fruchtig, sehr süß, aber man schmeckt den Margarita. Aber die Amerikaner haben uns eben empfohlen, lieber nicht den Rum-Drink zu nehmen, weil er noch süßer sein soll. Wenn Amerikaner dir sagen, dass etwas zu süß ist, dann ist es definitiv zu süß. Ja, dann solltest du es auf gar keinen Fall probieren. Jetzt geht's in den Dschungel. Sehr anstrengende Treppen. Sehr, sehr anstrengende Treppen. Leider ist Splash Mountain geschlossen. Ist ein bisschen schade, weil es eine ganz coole Wasserbahn ist. Heute bleiben wir wohl trocken. Naja, bei Pirates of the Caribbean sind wir gerade nicht. Ja, ein bisschen nass bin ich geworden. Und jetzt geht's in die nächste Achterbahn, nämlich in Big Thunder Mountain. Gott sei Dank stand das da, sonst hätte ich gerade nicht gewusst, wie die Achterbahn heißt. Bei Disney ist ja, dass alles mit wahnsinnig viel Liebe ins Detail designt ist. Also wer von euch vielleicht schon mal im Yellowstone Park war, der kennt vielleicht die Geysire oder Mammoth. Und das hat man hier auch. Wisst ihr, wenn man den ganzen Tag Achterbahn fährt, dann bekommt man so ein bisschen Hunger. Da habe ich mir was Kleines gegönnt. Ich schmeckt gut. Weißt du, ich nehme immer kleine Prinzessin-Häppchen, aber du bist immer gefühlt der weiße Hai. Ich glaube, das ist wirklich das Perverseste, was ich jemals gegessen habe. Aber es ist auch nicht so schlecht, deswegen kann ich einfach nicht aufhören. Irgendwie muss ich sagen, ich habe jetzt Lust auf den Jungle Cruise Film mit The Rock. Sie war auch? Auf geht's! Aber ich fand den Ride ganz witzig, auch wenn er so, ja, er war ein bisschen älter, aber trotzdem hat er noch Spaß gemacht. Ja, und vor allem ist er ja extrem individuell, weil je nachdem welchen Guide man hat, kriegt man eine etwas andere Tour. Also sie war mega ironisch cool. Lustig. Ja, richtig, richtig. Das war er, der Tower of Terror, einer der Hauptattraktionen hier eigentlich in den Hollywood-Studios. Man kommt so ein bisschen durch die Twilight Zone, man geht durch verschiedene Räume durch und dann kommt natürlich irgendwann das, worauf man gewartet hat, der Drop. Eine absolute Empfehlung. Wir gehen jetzt die ersten Schritte nach Batu oder Galaxy's Edge. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hoppa, hoppa!
Weste von Ray. Ja, die ist sogar ganz schick, ne? Die sieht gut aus. Kannst du zur Arbeit anziehen. Wir nähern uns den ein. Hallo, Millennium Falcon! Millennium Falcon. Okay, lass uns das Ding fliegen. Wir haben die Mission geschafft. Da werden wir einen zurückgebracht. Ja, leider sind wir ein paar Mal irgendwo gegengeflogen. Wegen Svenja. Was? Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Ich kann mich gar nicht steuern. Ist hier noch diese blöde blaue Milch, die Luke getrunken hat? Die gibt's hier zu kaufen. Hier gibt es auch keine normalen Colas, hier gibt es nur Granat-Cola. Das ist einfach so gut, egal ob ihr auf die Toilette geht und einfach hier rumschlendert, eine blöde Cola holt oder was anderes. Es ist einfach so wahnsinnig detailliert hier alles. Hier zum Beispiel wieder ein paar Droiden, die hier einfach so rumgammeln. Ich gehe ja schon. Wir stehen jetzt für die Hauptattraktion an, nämlich Rise of the Resistance. Das ist die Attraktion hier überhaupt, auf die alle warten. Das Verrückte ist auch, man muss eine Art Boarding Group joinen. Wir waren hier um 6:15 Uhr heute ungefähr, damit wir um 7 Uhr auch im Park waren. Und dann kann man mit der App, mit dem Handy, in so eine Boarding Group rein. Und dafür hat man ungefähr 2 Minuten Zeit. Und entweder klappt es oder nicht und wir haben es geschafft. Wir treten jetzt dem Widerstand bei. Wir haben überlebt. Wir kommen gerade aus Rise of the Resistance und es war einer der besten Bahnen, oder? Es war wirklich die beste Bahn, die ich je in meinem Leben gefahren. Also so, wenn man auf diese Disney Magic und so weiter steht und auch so auf Animatronics und da muss man es auf jeden Fall machen. Der Aufbau und die ganzen Details, es war so, so schön. Und das Gute ist, es ist nicht nur eine Sache, sondern man geht von Bahn zu Bahn und es ist sogar ein schienenloses Tracking-System und es hat viele, viele Animatronics. Wenn man auf sowas steht und eben mal nicht 3D wie alle anderen, dann ist es also einfach fantastisch. Wirklich einfach, man taucht total in die Welt von Star Wars ab. Falls man mal Bock auf so ein kleines Merchandise hat, dann kann man sich ganz einfach mal so einen kleinen Stormtrooper in das Wohnzimmer stellen. Kostet nur $8,500. Sie sind verhaftet, hören Sie sofort auf, hier zu filmen. Party time! Yeah, thank you.
was machen wir jetzt? Wir bauen uns jetzt eigene Laserschwerter. Bei Sabis Lightsaber Shop. Aber man darf nicht sagen, dass es Lightsaber sind. Das hören die hier gar nicht gerne, weil die Stormtrooper damit hören. Deswegen muss man flüstern. Why don't we take a few moments to just settle, breathe, let the outside world just... It is time. You built a lightsaber like the Jedi and Sith that came before you. Oh yeah, wir haben es getan. Wir haben zwei Laserschwerter gekauft. Ist es blöd gewesen? Nee, oder? So, Leute, wenn man irgendwas braucht bei Disney, dann auf jeden Fall zwei Laserschwerter. Und ihr könnt die kriegen bei Sabis Lightsaber Shop. Aber wie gesagt, keinem verraten. Tschüss, Batu! Kommen Sie, kommen Sie! Sheriff Woody hier. Wollen wir doch mal Woody einen kleinen Besuch abstatten und weiter Achterbahn fahren. Okay. Ah! Yeah. Ja, nee, die ist fest. Mal so. Wenn die abfliegt, ja, dann lass sie mich aus. Fest. Flieg meine Cap ab oder nicht? Wisst ihr, warum ich normalerweise immer eine Cap trage in Freizeitparks? Ich bin gerade bei Haunted Mansion. Svenja ist draußen geblieben. Eigentlich habe ich gar keinen Fastpass, aber ich bin jetzt einfach den Gang lang gesneakt, ohne dass mich jemand gesehen hat. Ich hoffe, ich komme damit durch. Dann gehen wir mal wieder zu Svenja. Hallo. Na, wie war's? Eigentlich war die Anstehzeit eine Stunde. Nee. Aber ich habe nur 5 Minuten gebraucht. Das sagen wir keinem. Okay, jetzt geht's zum Essen. Ich habe gefühlt vor 20 Minuten Turkey Leg gegessen, aber wir essen jetzt ein 3-Gänge-Menü. Wird Zeit zum Essen. Nein. Es wird schon ein paar Stunden mehr. Jetzt gibt es das berühmte Grey Stuff. Cremig. Ist gut. Schmeckt. Leicht nussig. Mild. Und wie eins wert. So, wir sind zurück aus 3 Freizeitparks. Es ist jetzt schon wieder der nächste Tag, weil es gestern Abend einfach zu dunkel war. Deswegen jetzt und noch wir mal. Wir auch zu fertig waren. Wir waren auch ziemlich fertig. Ich glaube, so 3 Tage Achterbahn fahren und durch die Disney Parks rennen strengt ihn doch ein bisschen an. Ja, ein bisschen viel Magic dann irgendwann. Ein bisschen zu viel Magic. Ich würde sagen, wir hatten 3 ziemlich coole Tage bei den Disney Parks. Was meinst du? Was ist dein Ranking von Disney Parks? Du kennst ja auch den 4., du kennst Epcot. Auf Platz 4. Das ist für mich Epcot. Weil ich einfach gerne Achterbahn fahre und es da nicht so viele gibt. Platz 3 ist, ich glaube Animal Kingdom, ja, ganz knapp. Auf Platz 2 Magic Kingdom und auf Platz 1 jetzt einfach durch Star Wars Hollywood Studios auf jeden Fall. Okay, für mich auch Platz 4 Epcot. Ist für Amerikaner toll, weil die alle Nationen mal sehen. Man kennt als Europäer ja dann doch und es ist so eine kleine Klischeekiste. Platz 3 ist Magic Kingdom. Ist für Kinder großartig. Sind auch ein paar coole Achterbahnen, muss ich sagen. Es ist auch ein toller Park, aber für Erwachsene ist es dann doch ein bisschen wenig, muss ich sagen. Und ein paar Sachen wiederholen sich einfach, aber trotzdem wunderschöner Park. Platz Nummer 2 auf jeden Fall Animal Kingdom. Pandora ist einfach wundervoll geglückt. Man ist einfach auf einem anderen Planeten. Aber es ist so ein kleiner Park, oder? Ja, es ist klein, aber trotzdem
fein. Also wirklich ganz, ganz toll. Und Platz Nummer 1 auf jeden Fall Hollywood Studios. Ja. Kein Park hat so einen tollen Themenbereich wie die Hollywood Studios mit Galaxy's Edge. Grandios. Und die Bahn, wirklich, da übertrifft sich selbst. 15 Minuten geht der fast. Das ist die Fahrzeit wirklich da, weil man da so viel macht. Das ist so interaktiv, so viele Animatronics. Der Wahnsinn. Und wenn ihr mal hier seid, es führt einfach keinen Weg an den Hollywood Studios vorbei. Geht da unbedingt hin. Genau, und ich würde auch sagen, eher nochmal in die Hollywood Studios gehen, als einen von den Universal Parks besuchen. So von allen Parks, und wir haben ja jetzt tatsächlich wir kennen alle auch hier. Schon echt fast alle gemacht hier. Busch Gardens und Universal gibt es halt noch. Nächstes Mal vielleicht in einem anderen Video gibt es dann Universal oder eben Busch Gardens. Werden wir bestimmt nochmal sein, weil Florida ist einfach schön, wenn man hier Silvester verbringt. Und wir genießen jetzt noch den letzten Tag Sonne, denn morgen geht es wieder weg von hier. Und ja, wir sehen uns in Hamburg und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Videos. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Bis dann.